So. Lizenz ist abgelaufen. Machen wir nochmal kurz durchsuchen. Schöne Aussichten. Was heißt das? Naja, okay. Ja, das lass mal mich entscheiden. Wir müssen sie einmal... Oder... Wir können auch hier eine Dingens wegen abgelaufenen Ausweis 100... So, lass sie sich einen neuen Ausweis machen, bitte. So. Ich habe zwar keinen Stift, aber ich kann so tun, als würde ich mir was aufschreiben. So. Wir müssen ja nicht unbedingt so furchtbar schnell wegrennen. Oh, das sieht cool aus mit der Spiegelung hier. Das finde ich sehr gut. Heute ist nicht so viel los von den Einsätzen her. Der biegt ja ab. So. Ist auch alles in Ordnung. Keine Schlägerei oder sonst was. Güterzug. Für mich geht jetzt das so. Ah, ich hab gut Glück gehabt. Was ist das für ein Hubschrauber? Da. Okay, verfolgen wir sie. Ich hole einen Hubschrauber dazu. We have units requesting helicopter support over Rancho. Da sind sie schon, die Kollegen. Air support! Suspect is proceeding south! So schnell konnte ich nicht mehr bremsen. Also ich habe sofort gebremst, aber die Bremse war nicht schnell genug. Oder nicht stark genug. Der Kollege baut einen Unfall. Ich dachte, das wäre, wenn wir verfolgen müssen. Auf die Autobahn fährt er. Okay. Kein Problem. Rettungswagen. We have an ambulance requested in La Porta. Respond code 3. Wir müssen kurz warten. Erst die Hilfe leisten. Da kommen die Kollegen. Come on, let's move quickly, people. Thank you.
ist er denn? Ja, wie komme ich da jetzt hin? Am besten wenden und dann werden wir dem schon irgendwie begegnen. So. Irgendwo müssen wir dann auf ihn treffen. Sind wir da? Hoffe ich. Irgendwie ist das nicht sehr übersichtlich so zu fahren. Jetzt in der Außenperspektive. Finde ich jedenfalls. Hier ist jetzt auf der Autobahn oder so. Ja, ich glaube, jetzt sind wir richtig. Gut, rotes Licht ist aus. Aussicht hier. Aber wir haben jetzt keine Zeit, um anzuhalten, was anzugucken. Leider. Gleich sind wir wieder bei Höchstgeschwindigkeit, denke ich mal. Und hier müssen wir wieder aufpassen. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber okay. Sind wir richtig? Anscheinend. Ja, gleich sind wir da. Jetzt wieder die Brücke. Deshalb hat er eben gesagt, er hat die Autobahn verlassen. Leuchtet schön blau. Okay.
Gut, es war alles da. Der liegt aber gar nicht gut da. Ach ja. Ich reparier mal kurz, weil es regnet und wir wollen ja nicht nass werden. So, das ist ohne Blaulicht. Eigentlich. Gut, hier hat es irgendwie gerade nachgeladen. Also das Spiel ist auf einer SSD installiert, also daran sollte es nicht liegen. Mann. Wieder überholende LKWs. Ist zwar Code 2, aber ich würde ihn ja nicht allzu lange da alleine lassen. 3 Kilometer. Komm, ich fahr doch mit Blaulicht dahin. Das dauert doch sonst viel zu lange. Der braucht doch Unterstützung, der Kollege. Ist der meistens dann auch Bewaffnete und so. Tun wir einfach nur so, als hätte ich der Leitstelle gesagt, ja, es ist so weit weg und der Verkehr ist ziemlich dicht. Auch wegen dem Regen und so und deshalb brauche ich hier die Berechtigung, um das als Code 3 zu behandeln. Dann haben die gesagt, ja, okay, verstehen wir und erhöhen wir auf Code 3. So, und da sind wir jetzt also. Schade, dass es keine Scheibenfischer gibt, oder gibt es die doch? Ich glaube nicht, oder? In der Regel bleibt er auch nicht auf der Scheibe. Aber ist doch schon ganz gemütlich hier drin eigentlich, oder? Oh. Wenn es draußen so regnet. Okay, es ist registriert als gestohlen, das Fahrzeug. Okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Hier steht noch der Rettungswagen vom letzten Einsatz. Das scheint immer so ein Zivilfahrzeug zu sein. Naja. Transport. Ich mache mal Autotür zu, damit im Auto nichts passiert. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Da ist was dagegen, ne? Da ist was dagegen. Was willst du? Ist die dreckig, der Boden oder was? Im Matsch willst du nicht liegen, ne? Willst du nicht im Matsch liegen? Achso, ich dachte schon. Ja, also was dagegen? Auf der Autobahn zu liegen, ne? Was dagegen? Jetzt nicht überfahren werden. Officers report a 140 in